Der September in diesem Jahr ist ein sehr wichtiger Monat. Am 26. September ist die Bundestagswahl. Bei der Bundestagswahl wählen die Bürger von Deutschland eine neue Regierung. Wie genau das funktioniert, erkläre ich euch in diesem Video. Ich bin heute im Z. Das Z ist ein Jugendinformationszentrum. Hier treffe ich Sela. Sela ist Mitglied im Jugendrat. Sie wird uns zeigen, wie die Bundestagswahl abläuft. Kommt mit! Hallo Sela, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Als erstes, wer bist du? Ich bin die Sela, ich bin 17 Jahre alt und bin ein Mitglied des Jugendrates. Was ist der Jugendrat? Der Jugendrat ist eine Gruppe aus Jugendlichen. Wir sind 31 Personen und wir sind alle zwischen 14 und 21 Jahren alt. Warum ist Wählen wichtig? Wählen ist wichtig, weil du mitbestimmen kannst. Mit deiner Wahl entscheidest du, was in Deutschland passiert. Deine Interessen werden durch die Wahl vertreten und deine Wahl hat Einfluss auf die nächsten 4 Jahre. Deshalb ist es auch wichtig, an die Zukunft zu denken. Repräsentation ist auch eine wichtige Sache. Die Partei, die du willst, wird dich in der Politik vertreten. Du kannst die Politik in Deutschland aktiv beeinflussen. Kann jeder wählen gehen? Wenn du älter bist als 18, kannst du für die Bundestagswahl wählen gehen. Aber wenn du jünger bist als 18, gibt es dafür die U18-Wahl. Was ist die U18-Wahl? Die U18-Wahlen sind für Jugendliche unter 18. Sie wählen andere Jugendliche und diese Jugendliche sorgen dafür, dass Jugendthemen in die Politik einfließen. Sie machen Treffen mit Politikern und besprechen diese Themen. Die kann man zum Beispiel im Z machen. Kannst du zeigen, wie das geht? Ja, klar, gerne. Wenn du älter bist als 18, kriegst du eine Wahlberechtigung zugesendet. Die sieht so aus. Also, mit dieser Wahlberechtigung gehst du dann zu deinem Wahllokal. Auf der Wahlberechtigung steht, wo dein Wahllokal ist. Und dann kannst du dort deine Stimme abgeben. Im Wahllokal steht dann so eine Kabine. In der Kabine findest du den Wahlzettel. So sieht der Wahlzettel aus. Das ist hier aber nur ein Musterbeispiel. Also, du hast 2 Stimmen. Auf der linken Hälfte gibst du deine Erststimme ab und auf der rechten Seite gibst du deine 2-Stimme ab. Hör dir unseren Podcast an, um zu lernen, was die beiden Stimmen bedeuten. Den Link zum Podcast findest du in unserer Infobox. So, nachdem du deine Stimme abgegeben hast, faltest du deinen Zettel zusammen und wirfst sie in die Urne. Bei den U18-Wahlen ist es etwas anders. Dort kriegst du keinen Brief zugeschickt, sondern gehst zu einem Wahllokal und gibst dort deine Stimme ab. Wo diese Wahllokale sind, findest du auf der Internetseite www.gwählen21.de. Beide Wahlen sind sehr wichtig. Es ist wichtig, eine gute Regierung zu wählen, damit Deutschland auf dem richtigen Weg bleibt. Informiert euch über die Wahlen und wenn ihr die Möglichkeit habt zu wählen, tut das auf jeden Fall. Wow, wow, Sela, vielen Dank für deine Hilfe und für all die Informationen. Das war auf jeden Fall sehr hilfreich. Und wir wünschen dir noch viel Erfolg. Dankeschön, das war mir eine Ehre. Das waren ja sehr viele Informationen auf einmal. Wir hoffen, sie haben euch geholfen. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt über die Bundestagswahl, über das Z, über den Jugendrat oder über die U18-Wahlen, dann schaut einfach mal in unsere Infobox. Dort findet ihr alle Links. Wenn ihr mehr über die Bundestagswahl informiert werden möchtet, dann empfehle ich euch unseren Podcast. Den Link dafür findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin!